Spiel um Platz 3, der OSC Potsdam gegen den SSV Esslingen. Beide Teams ahnten bereits vor dem Turnier, es wird wohl nur das kleine Finale. Und da behielten sie recht. Gerade deswegen ist für beide die Bronzemedaille besonders wichtig. Beide Teams waren heiß auf Edelmetall und das sah man gleich zu Beginn. Der OSC legte vor heimischem Publikum los wie die Feuerwehr. Spencer Hamby begann den Torreigen, der erst einmal bei einem 4:1 stoppte. Jack Koller mit dem Tor. Damit hatten nun die wenigsten gerechnet, aber fast die ganze Halle gehofft. Hier war also was drin für das Youngster-Team von Alexander Cigir. Und die Esslinger? Die hatten das erste Viertel mal so richtig verschlafen. Oder hatten sie sich den Wecker einfach auf das zweite Viertel gestellt? Allem Anschein nach ja. Denn im zweiten Durchgang zündete das Berger-Team einen Turbo, der es in sich hatte. Joshua Stettmann begann die Überholfahrt mit dem 2:4 aus Gästesicht. Die wurde dann fortgesetzt durch Rotfuß, zweimal Nosek und Stettmann setzten die Klammer 6:4 aus Sicht des SSV. Die Partie versprühte leichten Finalcharakter. Die Halle am Toben, das Becken am Brodeln. Viele kleine Nicklichkeiten unter den Spielern. Da tat eine Pause ganz gut. Und zu der stand es 4:6 aus Sicht des OSC. Der legte in der zweiten Halbzeit richtig gut los. Ehe man sich versah, stand es unentschieden 6:6 durch Matteo Dufour. Das Spiel ging jetzt hin und her. Man merkte es den beiden Mannschaften an, dass sie um jeden Preis dieses kleine Finale gewinnen wollten. Ein einziges Hin und Her. 2 Minuten vor Schluss stand es 8:8. Potsdam mit dem Ballbesitz und drin das Ding. Ferdinand Korbel buxierte die Murmel ins Netz 9:8. Man munkelte, dass einige gar keine Fingernägel mehr hatten, so spannend war dieses Match. Und der Außenseiter führte kurz vor Schluss. Der Pokal hat eben seine eigenen Gesetze, auch im kleinen Finale. Dieses Gesetz wollten die Esslinger aber unbedingt brechen und das taten sie auch. Heiko Nosek, der Kapitän von Esslingen, glich aus 9:9. Das war's dann auch, zumindest was die reguläre Spielzeit anging. Jetzt wartete ein 5-Meter-Krimi. Also die Jungs einstellen und dann entschied gewissermaßen das Los. Potsdam machte den Anfang. Tobias Lenz und der verwandelte den ersten 5 Meter. Esslingen zog nach. Und nun war Arthur Cigir dran. Gehalten. Esslingen im Vorteil und den nutzten sie aus. Wir springen vor zum 12:13 aus OSC-Sicht. Wenn Stephen White diesen Ball auch pariert, wäre Esslingen Dritter. Aufgepasst? Nein. Hannes Schulz wendet die Niederlage erst einmal ab. Letzter Versuch für das Team von Bernd Berger. Der Kapitän Heiko Nosek übernimmt die Verantwortung und rein ins Glück. Esslingen holt Bronze. Ja, tolles Spiel. Tolle Stimmung. Die Fans waren unglaublich. Speziell für Potsdam. Aber ja, tolles Tag. Toller Tag. Und Bernd Berger, dem merkte man die Nachwehen der Anspannung immer noch an. Wir haben beim Gastgeber gespielt, dazu war es ein Pokalspiel, ja, mit der Atmosphäre, die Zuschauer, die Schiedsrichter waren wohl auch ein bisschen dabei, ja, und so hat im Endeffekt jeder was davon gehabt. Ich denke, das Unentschieden nach regulärer Spielzeit geht soweit in Ordnung. Wir waren natürlich dann im 5-Meter-Schießen die Glücklicheren. Ja. Ich komplimentiere nur auf meine Team, dass die haben gekämpft wie im letzten Leben. Ja. Aber 5 Meter ist es eine Sache, Nerven. Ja. Es tut mir sehr leid für meinen Sohn, ja, aber es ist Sport. Esslingen entführte also die Bronzemedaille aus Brandenburgs Landeshauptstadt. Der OSC kann trotzdem zufrieden sein, denn dank des kämpfenden Teams und des Publikums fühlte man sich fast wie im großen Finale.